Videoüberwachung ist relativ preiswert und sie verheißt Sicherheit. Ob sie sie auch wirklich immer bringt, ist fraglich. Auch in Krankenhäusern und Schulen wird sie eingesetzt. Dort allerdings werde nicht immer verantwortungsvoll mit ihr umgegangen, so die Feststellung des Landesbeauftragten für Datenschutz Petri. Ein Fall in einer Schule habe das gezeigt, in der das Kollegstufencafé überwacht wurde und die Bilder live im Eingangsbereich übertragen wurden. Offenbar auch, um Aufsichtspersonal zu ersetzen. Die Versuchung ist immer wieder groß, dass Videoüberwachung exzessiv eingesetzt wird. Und wir haben immer wieder Fälle, in denen wir die verantwortlichen Stellen auf das rechtskonforme Maß zurückschneiden müssen. Deutlich äußerte sich der Datenschutzbeauftragte zu der Frage der Vorratsdatenspeicherung. Eine Abfrage des EuGH aber ergeben, dass kein Mitgliedstaat belegen könne, dass Vorratsdatenspeicherung einen effektiven Beitrag zur Terrorismusbekämpfung leiste. Die CSU plädiert nach wie vor für eine Überwachung digitaler Daten. Sie eröffnet neue Ermittlungsansätze, lässt uns erkennen, welche Netzwerke hinter bestimmten Tätern stehen, wer mit wem in Verbindung stand. Deshalb ist die Aussage, das bringt nichts, mit Sicherheit falsch. Datenschutzrechtlich sieht Petri die Vorratsdatenspeicherung nur unter strengen Voraussetzungen als machbar.